Sie ist so spät nach Hause gekommen jetzt. Ne? Bleiben Sie aber da. Es ist die Lichtstöbe. Böbe! Sag mal, Böbe, schläfst du noch? Was ist eigentlich los mit dir? Jeden Abend bist du weg und dann kriege ich dich nicht raus morgens. Das gehört sich nicht, Böbe. Ich spreche mal mit deinem Vater. Also komm endlich ans Telefon. Es ist dieser Freund von dir, von dem Anruf. Wie kommst du endlich? Was hast du nur? Nichts. Gar nichts. Ich komme ja schon. Beruhig dich. Hallo? Ja, ich hab verschlafen. Ich weiß nicht. Okay. Sag nichts davon, wenn du herkommst. Ich hab dir doch schon gesagt, ich soll nicht mehr fahren, hat er war. Okay. Welche Zeit rufst du mich ab? Sicher. Ich bin fertig. Okay.
Zöger, lass uns zum Haus gehen. Sind gerade erst angekommen. Weiß ich. Aber ich möchte sehen, ob die Spinnen uns vermisst haben. Und ich möchte eine fantastische Melodie für dich spielen auf dem alten Piano. Nicht jetzt. Aber wir müssen doch irgendwo hin, um die Badeanzüge anzuziehen, oder? Also wo stehen wir? Senorita, Senorita, bitte, kommen Sie näher, treten Sie ein. Ergebnis Berliner. Der Künstler. Entschuldigen Sie, Madame, aber ich bin doch ein Fremdling in diesen Bergen. Lady, ich denke, Sie haben heute sehr schlechte Laune. Nicht wahr? Kommst du mit schwimmen? Ich habe keine Lust. Aber ich schon. Thank you.
trotzdem, naja, ich bin ja schon Jahre hier. Kannst du mal ziehen? Oh, okay, ich habe früher mal einen Unterricht gehabt. Komm, wir wollen mal weitersehen. Mhm. Das schmutzige alte Sofa. Hey, es geht. Hier muss ich an meine Küche gewesen sein. Hallo, Fernamt. Ich wünsche ein Gespräch mit Gott. Was geht's? Warum? Du sollst nicht so reden. Ist doch einer religiös? Nein, ich mag es immer nicht. Okay, okay, okay. Okay. Ach, warum kommst du nicht mit schwimmen? Ist ja gut für deine Laune. Ach, nicht jetzt. Thank you.
du? Ich war im Haus, um das Sonnenöl zu holen. Willst du eins? Ja, bitte. Komm, leg dich hin. Was ist mit dir? Ich weiß nicht. Krank? Nein, nicht krank. Ich fühle mich so komisch. Hat's mit mir zu tun? Nein, es hat nichts mit dir zu tun. Ich fühle mich so seltsam. Das ist okay. Und jeder wird es wissen in der Gegend hier. Unser Ruf ist hin. Meine Schwester braucht mich zu einem Doktor. Es durfte keiner wissen. Ich musste zu ihm nach Hause. In einer halben Stunde war es vorbei. Hattest du keine Angst? Hat es weh? Nein, es tat nicht weh. Er sagt mir, es soll alles gut gehen, und so war es auch. Wer kam auf die Idee, die solche Männer zu suchen? Mein Vater auch. Er hat so komische Ideen. Er ist Künstler in Italien. Seine Eltern sagen mir sehr verrückt. Und ist das? Vögel, Göttin des Mondes. Hat man dich da mit einer Schule nicht ausgelacht? Paul? Hm? Hast du noch nie daran gedacht, wie es wäre zu sterben? Nein. Hast du keine Angst? Warum sollte ich? Dem Leben wäre es sicher so langweilig. Wenn einer aber ganz jung stirbt. Wenn man jung ist, sollte man über das Leben nachdenken. Warum sprichst du plötzlich so viel vom Sterben? Ach. Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Vom Sterben? Nein. Nichts. Oh,
Steak. Wir haben schon gegessen. Schon gut, ich habe schon die Lokale. Stehst du so da? Ist etwas passiert? Nein. Nein, nichts. Ich bekomme ein Baby.